Public Relations Erfinder Edward Bernays. Edward Bernays gilt als Vater der Public Relations. Er selbst prägte für seinen Beruf die Beziehung PR-Berater. Bernays war Neffe von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse. Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer diese ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wir werden regiert, unser Verstand geformt, unsere Geschmäcker gebildet, unsere Ideen größtenteils von Männern suggeriert, von denen wir nie gehört haben. Dies ist ein logisches Ergebnis der Art, wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist. Große Menschenzahlen müssen auf diese Weise kooperieren, wenn sie in einer ausgeglichenen, funktionierenden Gesellschaft zusammen leben wollen. In beinahe jeder Handlung unseres Lebens, ob in der Sphäre der Politik oder bei Geschäften, in unserem sozialen Verhalten und unserem ethischen Denken, werden wir durch eine relativ geringe Zahl an Personen dominiert, welche die mentalen Prozesse und Verhaltensmuster der Massen verstehen. Sie sind es, die die Fäden ziehen, welche das öffentliche Denken kontrollieren. Joseph Goebbels soll Bernays Buch Crystallizing Public Opinion verwendet haben, um die antijüdische Propaganda im nationalsozialistischen Deutschland erfolgreich durchzuführen. Bernays äußerte sich in seiner 1965 erschienenen Autobiografie wie folgt. Zitat: Ich wusste, dass jede menschliche Aktivität für soziale Zwecke benutzt oder antisoziale missbraucht werden kann. Offenbar war die Attacke gegen die Juden Deutschlands kein emotionaler Ausbruch der Nazis, sondern eine wohl überlegte, geplante Kampagne.